Buonasera und willkommen hier von der Porta Sant'Anna, am Eingang zum Vatikanstadt, aber auch am Eingang zu der päpstlichen Schweizergarde. Genau um die geht es in unserer Wochenserie. Wir begleiten den 23-jährigen Michael Odermatt aus Hunzenschwil auf seinem Weg in die kleinste Armee der Welt. Hoi Janja, hoi! Hast du gut? Tipptopp! So, nur noch wenige Stunden. Ja, sag nichts. Hey. Bist du nervös? Ja, ein bisschen. Ja, das glaube ich. Schau mal, ich kann dir da noch etwas geben. Ah, merci vielmals. Hey, danke. Kommst du rein? Ja, gern. Es ist ein Kommen und Gehen bei Michael Odermatt zu Hause. Freunde und Verwandte wollen dem 23-jährigen Landschaftsgärtner aus Hunzenschwil persönlich Adieu sagen. Dann ab morgen ist sein neues Zuhause für die nächsten zwei Jahre, die päpstliche Schweizergarde in Rom. Ein bisschen Wehmut dabei, ein bisschen Glück, noch mal alles zu sehen. Ein Haufen Freude, die Götterbuben eins am Tisch, die Kleinen. Sieht halt wirklich noch eins alle. Und eigentlich denkt man gar nicht daran, dass man sie jetzt das letzte Mal so zusammen sieht. Also, irgendwie habe ich es gar noch nicht richtig realisiert, dass es nach zwei Jahren nicht mehr so wird sein. Auch wenn schon der ältere Bruder Andreas in der Garde war, der Michael wird erst der zweite Gardist in der zwölfköpfigen Grossfamilie Odermatt. Die Geschichten des Brüdern haben Michael auf den Geschmack gebracht und auch der ehemalige Gardist Flavio Bundi schwärmt von der Zeit in Rom. Die verschiedensten Dörfli anschauen, das Nachtessen dort unten, feine Pasta und so. Aber dann natürlich auch immer wieder schöne Frauen kommen natürlich auch. Zum Beispiel Michelle Hunziker ist ab und zu vorbeigekommen. Oder einmal ist eben Christine Aguilera ist auch auf einem Posten vorbei beim Gardist und hat dann einen gefragt, ob er ein Fötterli machen will mit ihr. Und er hat dann knallhart gesagt, nein, das gebe ich kein Fötterli. Wo man dann im Nachhinein ihm gesagt hat, eben, sei dann Christine Aguilera gewesen, hat er dann ein bisschen verstutzt geschaut und gesagt, ja, dann hätte er vielleicht das Fötterli trotzdem machen Der Michael erwartet eine neue Heimat und ein neues Leben. Im Moment ist seine grösste Sorge aber das Packen. Ja, das Packen ist etwas gewesen. Was nehme ich hier mit? Hat mich recht lange beschäftigt. Vor allem, ich habe fast das Gefühl, dass ich viel mitnehme. Aber was mir einfach wichtig sind meine Hobbys. Dass ich die sicher dabei kann, dass ich die ausleben kann. Ja, zum Beispiel, dass ich gerne schreibe. Ein anderes Hobby, das ich gerne mache, ist Musik hören. Für da habe ich meine eigentlich MP3-Player-Sammlung. Was auch wichtig ist, dass es mitkommt. Zuerst einmal einen Haufen rausgelegt, was ich mitnehmen will. Und die Hälfte habe ich wieder versorgt. Und die andere Hälfte hatte nicht Platz. Und am Schluss hatte ich immer noch zu viel dabei. Nur katholische Schweizer werden in die Garden aufgenommen. Bis Odermatz ist der Glaube fest im Alltag verankert. Michael will in Rom seinen Glauben sogar festigen. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wir mussten eine Frage stellen, was ist überhaupt der Glaube für mich? Und ich habe meine Entscheidung gemacht, was mir der Glaube bedeutet, wie wichtig, wie zentral dass er im Leben sein soll. Und ich bin davon überzeugt und für mich ist er wirklich wichtig. Und ich werde den praktizieren dort unten. Wer sein Leben in Dienst vom Papst möchte stellen, muss mindestens 1,74 und römisch-katholisch sein, der es absolviert hat und durch ein Bewerbungsgespräch mit dem Kommando kommen. Neben dem hat jeder seine eigenen Beweggründe. Für die Kameradschaft, für mich persönlich, um erwachsen zu werden, um einfach noch eine neue Perspektive ins Leben zu bekommen und einfach um mich persönlich weiterzubringen. Ich war jetzt schon anderthalb Jahre nicht mehr zu Hause. Und ja, ich weiss ein bisschen, wie es ein Leben ist. Und ja, es wird nicht anders sein, aber ich werde sie gleich immer vermissen. Die Familie werde ich immer vermissen. Es ist schon ein bisschen wehmütig. Also es ist schon ein bisschen anders als gestern. Gestern war es irgendwie noch ein bisschen weiter weg, aber
jetzt ist es soweit. Wir haben heute gerade einen Haufen gehört über Rom noch. Und ich denke, der hat eine fantastische Zeit dort. Und das ist das Tollste, also, dass er etwas erlebt. Und, ja. Und dann sind Michael und seine neuen Kameraden endlich in Rom. Mit dem Gardebus geht es durch die italienische Hauptstadt und schlussendlich durch die Porta Sant'Anna, rein in den Vatikan, rein in eine neue Heimat, wie es der Kommandant der päpstlichen Schweizer Garde, Daniel Anrig, bei der Begrüßung festhält. Hier leben Sie 2 bis 25 Jahre. Das ist Ihre Familie jetzt. Konzentrieren Sie sich, jetzt hier und jetzt zu leben, carpe diem, und nicht irgendwo sonst. Ich wünsche Ihnen einen guten Start, möchte Ihnen gerne noch zur Begrüßung jedem persönlich die Hand geben. Hörst du, oder? Ja. Willkommen. Ich habe den Mann gegangen. Ja, sehr gut. Top. Roman. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Kommandant steht der Zimmerbezug auf dem Programm. Für die Gardisten gibt es 3 Schlafquartiere. Die 12 neuen Rekruten sind im Zimmer California untergebracht. Und auch wenn der erste Eindruck vielleicht nicht gerade an ein kalifornisches Hotelzimmer erinnert, ist er besser als erwartet. Ich habe wirklich gedacht, wie in der RS, so mit 8, also 4 Betten links, rechts. Aber da hat jeder wirklich ein bisschen Komfort und das ist, ja, ist sehr positiv überrascht. Aber es ist ja verständlich, wie in der Zeit, wo wir jetzt da sind. Wo Platz hätten wir? Welti, was meinst du? Komfort, zumindest für die, die nicht über 1,90 Meter lang sind, wie zum Beispiel der Rekrut Michel. Bein ein bisschen anziehen geht's schon. Schweizer Militär Bett verlängert warten. Morgen im zweiten Teil von Tele Zürich bei der Schweizer Garde geht's als erstes in die Waffenkammer. Die Rekruten werden ausgerüstet und nicht ganz freiwillig landet der Rekrut Bachmann schon beim römischen Figaro. Ich habe jetzt 6,5 Meter ein Jahr lang wachsen lassen. Ich dachte, ich komme durch so, aber es war nichts. Das und mehr morgen bei Tele Zürich bei der Schweizer Garde.